Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Susanne Daubner. Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Einen schönen guten Abend. Wie groß ist Ihre Angst, dass Frieden und Sicherheit in Deutschland bedroht sind? 2/3 der Befragten für unseren heutigen ARD-Deutschland-Trend sagen, ihre Sorge sei stark oder sogar sehr stark. Schauen wir später noch genauer drauf. Aber wie gut wären wir denn militärisch überhaupt auf einen Kriegsfall vorbereitet? Verteidigungsminister Pistorius hat heute gesagt, er wolle die Bundeswehr kriegstüchtig machen. Ja, und da geht es nicht nur um die Ausrüstung, sondern auch ums Kommando. Über seine Pläne Demian von Osten. Ein Signal des Aufbruchs soll sie sein, die Strukturreform der Bundeswehr. Das Ziel, die Streitkräfte unter ein klareres Kommando stellen. Verteidigungsminister Pistorius spricht dabei heute erneut von Kriegstüchtigkeit, die erreicht werden müsse. Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Und darum geht es. Ein zentrales operatives Führungskommando. Es ersetzt die bisherige Doppelstruktur aus territorialem Führungskommando für die Landesverteidigung und dem Einsatzführungskommando für Auslandseinsätze. Neu ist auch, neben den bisherigen Bereichen der Streitkräfte Heer, Marine und Luftwaffe wird auch der Cyber- und Informationsraum ZIR zur Teilstreitkraft aufgewertet. Im Cyber- und Informationsraum arbeiten rund 16.000 Soldatinnen und Soldaten. Elektronische Kampfführung sowie Schutz der IT der Bundeswehr sind seine Aufgaben. Jetzt bekommt er mehr Eigenständigkeit, eine Reaktion auf immer mehr elektronische Kriegsführung in der Welt. Es geht um die Analyse hybrider Bedrohungen, beispielsweise wenn es um Desinformationskampagnen geht, aber auch den Schutz vor Cyberattacken. Im sogenannten Unterstützungskommando werden übergreifende Einheiten zusammengefasst, wie etwa Sanitäter und Logistik. Ein halbes Jahr gibt Pistorius der Bundeswehr Zeit für die organisatorischen Anpassungen. Experten bemängeln, die Reform gehe vor allem beim Heer nicht weit genug. Dennoch sei die Botschaft der Bundeswehrreform sehr wichtig. Von zentraler Bedeutung ist, dass die Bundeswehr das Signal sendet, wir denken groß, wir reformieren uns. Und deswegen brauchen wir auch mehr Geld. Und deswegen erwarten wir auch, wir reformieren uns, erwarten wir auch von der Politik, dass sie sich reformiert und dass die Politik große Entscheidungen trifft. Vor allem beim Thema Personal. Denn jede sechste Stelle in der Bundeswehr ist derzeit unbesetzt. Sollte also die Wehrpflicht oder ein ähnlicher Dienst wieder eingesetzt werden? Pistorius lässt dafür Sympathie erkennen. Bis Mitte April erwartet er Vorschläge aus seinem Haus. Und dann wird der Diskussionsprozess zeigen, wo wir rauskommen. Es ist ja keine einfache Entscheidung, die nur von mir getroffen wird, sondern wozu das Parlament gefordert ist. Und schließlich geht es noch ums Geld. Pistorius fehlen im kommenden Jahr 6,5 Milliarden Euro, damit Deutschland bei seinen Verteidigungsausgaben das 2%-Ziel der NATO einhalten kann. Und zu den Reformplänen der Bundeswehr hat Stefan Stuchlik vom Westdeutschen Rundfunk diese Meinung. Und sie bewegt sich doch, die Bundeswehr. Das ist das Signal, das Boris Pistorius heute in Berlin gesetzt hat. Was die Reform wirklich wert ist, wird sich vor allem bei ihrer Umsetzung zeigen. Aber die Tatsache, dass er geschafft hat, woran mehrere Vorgängerinnen und Vorgänger gescheitert sind, nämlich eine eigentlich strukturell reformunwillige Armee überhaupt zu verändern, darf sich der Verteidigungsminister ans Revers heften. Und das, Ironie der Geschichte, obwohl er anfangs augenscheinlich gar nicht reformieren wollte. Ihm war aber vermutlich schnell klar, ohne ein deutliches Zeichen an die Gesellschaft, dass sich die Bundeswehr auch ändern kann und will, wird man uns Bürgern kaum all das zumuten können, was uns nach Meinung des Verteidigungsministeriums absehbar bevorsteht. Das eine ist mehr Geld für Rüstung und Ausrüstung. Die Wahrheit: Das 100 Milliarden Euro Sondervermögen genügt bei Weitem nicht, um die Bundeswehr kriegstüchtig zu bekommen. Und in den Haushaltsplänen der nächsten Jahre klaffen zweistellige Milliardenlücken, wenn die Bundesrepublik wirklich dauerhaft das 2%-Ziel der NATO einhalten will. Wir müssen dringend darüber reden, wie viel uns eine verteidigungsfähige Bundeswehr wert ist,
etwa im Vergleich zu Kita-Plätzen, Gesundheitsvorsorge oder Ausgaben für Soziales. Und die nächste Zumutung, die uns bevorsteht, ist die Frage, wie man die notwendigen 20.000 Männer und Frauen mehr für die Bundeswehr bekommt. Da will der Minister in Kürze Ideen präsentieren. Spätestens, wenn die Themen allgemeines Dienstjahr oder Wehrpflicht-Leid auf den Tisch kommen, wird die Zeitenwende die Familien im Land direkt betreffen. Und wer heute einen Blick nach Brüssel geworfen hat, wo der NATO mit den USA ein wichtiger Bündnispartner teilweise wegzubrechen droht, der weiß, es könnte mit den Zumutungen an uns alle sogar noch weitergehen. Für all das, finde ich, darf man bei der Bundeswehr ruhig mehr als nur ein bisschen Reform erwarten. Die Meinung von Stefan Stuchlik. Zum 75. Geburtstag blättert man ja gern mal im Familienalbum. Für die Jubiläumsfeier der NATO heute in Brüssel wurde sogar extra die Geburtsurkunde aus Amerika eingeflogen. Am 4. April 1949 wird das Militärbündnis gegründet, von damals 12 Staaten. Das Ziel, sich gegenseitig zu schützen, jeder Angriff auf ein Land wird als Angriff auf alle gewertet. 1955 kommt dann die Bundesrepublik dazu. Mit dem Fall der Mauer verändert sich die NATO und erweitert sich Richtung Osten. Als Reaktion auf den Terror vom 11. September 2001 wird zum ersten und bisher einzigen Mal der Bündnisfall ausgerufen. Als Russland im Februar 2022 die Ukraine überfällt, geht es plötzlich darum, sich konkret auf einen Krieg in Europa vorzubereiten. Heute hat die NATO 32 Mitgliedstaaten. Die Ukraine soll neues Mitglied werden, offen ist aber noch wann. Über eine Geburtstagsfeier in Kriegszeiten und die aktuellen Aufgaben an der östlichen Grenze, Heribert Roth und Tobias Dammers. NATO-Erbe ist Geilenkirchen bei Aachen. Von hier aus fliegen Airbags-Aufklärungsmaschinen häufiger und länger über Europa seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die NATO-Crew, unter anderem Amerikaner, Spanier und Deutsche. Sie überwachen den Luftraum, heute über Polen, dem Baltikum und Kaliningrad. Sie können Flugobjekte über hunderte Kilometer identifizieren. Hauptsächlich Zivilmaschinen, Airliner, aber natürlich auch ein paar Militärmaschinen. Und die sind natürlich unser spezielles Interesse zu sehen, wer fliegt dort. Vor allem, wenn sie aus der Russischen Föderation kommen, ob sie sich an die Regeln halten und auch nach Flugplan fliegen und so weiter und sich identifizieren. Während die Piloten und ihre Crew für die Sicherheit Europas am Himmel sorgen, feiert die NATO am Boden ihr Jubiläum mit Marschmusik. Aus Washington wurde die Gründungsurkunde von 1949 eingeflogen. I like the Washington Treaty. Ich mag den Vertrag. Nicht zuletzt deshalb, weil er so kurz gehalten ist. Short. Gerade einmal 14 Paragraphen. Niemals hat ein einzelnes Dokument mit so wenigen Worten so viel bedeutet für so viele Menschen. Stoltenbergs Botschaft an Washington, Europa wolle ja mehr Lasten tragen. Fürchtet man doch ein nachlassendes US-Engagement, sollte Ex-Präsident Trump die Wahlen gewinnen. Ich glaube nicht an Amerika für sich oder Europa für sich. Ich glaube an ein gemeinsames Europa und Amerika zusammen in der NATO, weil wir so stärker und sicherer zusammen sind. Am 4. April 1949 wurde in Washington die Gründungsurkunde der Allianz unterschrieben. Das Ziel: Frieden und Freiheit auf dem europäischen Kontinent sichern. Zentraler Bestandteil: Beistandsartikel 5. Alle für einen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Sicherheitslage in Europa gewaltig verändert. Gerade die baltischen Länder sehen sich bedroht. Wenn die Kämpfe zu uns kommen und wir sind nicht vorbereitet, wird das der größte Fehler sein, den wir jemals gemacht haben. Wenn die Ukraine unsere Freiheit nicht weiter verteidigen kann, dann droht dieser Krieg 8 Autostunden entfernt auch von Berlin zu sein. Nach der Feier Bündnisalltag beim NATO-Ukraine-Rat fordert Außenminister Kuleba von den NATO-Staaten mehr Patriot-Abwehrsysteme, was diese jetzt prüfen wollen. Ich wollte der NATO nicht die Geburtstagsparty verderben, aber ich habe mich gezwungen gesehen, eine nüchterne Botschaft abzuliefern über die russischen Luftangriffe auf mein Land.
Nach 7 Stunden kehrt die AWACS-Crew zurück nach Geilenkirchen. Keine besonderen Vorkommnisse, meldet die Besatzung. 75 Jahre NATO, das möchten sie schon ein bisschen feiern. Auch wenn die Zeiten für das Militärbündnis alles andere als feierlich sind. Ja, 75 Jahre NATO wurden also heute in Brüssel gefeiert. Ja, und was sagen die Menschen in Deutschland dazu? Fragen wir direkt nach in Köln bei Claudia Müller. Claudia, du hast für uns auf den aktuellen ARD-Deutschland-Trend geschaut. Was denken denn die Deutschen konkret über die NATO? Ja, der Geburtstag der NATO wird begangen in einer Zeit, in der Krieg in Europa herrscht. Und der Krieg in der Ukraine hat natürlich auch den Blick der Deutschen auf die Sicherheitslage verändert. Es war ja eben schon mal Thema in eurer Sendung. Die Deutschen sehen aktuell mit Mehrheit Frieden und Sicherheit in Europa bedroht. 67% sagen das aktuell. Das sind 28 Punkte mehr im Vergleich zu 2019. Also hier sehen wir wirklich eine deutliche Veränderung in der Stimmung, die wir selten messen und die natürlich mit dem Krieg in der Ukraine zu erklären ist. 30% sehen aktuell wenig oder gar nicht Frieden und Sicherheit in Europa bedroht. Ja, und das Bündnis, was für Frieden und Sicherheit in Europa vor allen Dingen sorgen soll, nämlich die NATO, die wird von den Deutschen mehrheitlich positiv gesehen. 82% finden die NATO wichtig, um den Frieden in Europa zu sichern. 69% finden, es ist im europäischen Interesse, ein gemeinsames Militärbündnis mit den USA zu bewahren. Und nur eine Minderheit von 9% findet die NATO überflüssig und findet, sie sollte aufgelöst werden. Am kritischsten blicken auf die NATO noch die Anhänger von AfD und BSW. Aber auch diese Anhänger blicken insgesamt mehrheitlich positiv auf die NATO. Ohnehin messen wir seit 15 Jahren im Deutschland-Trend großen Rückhalt für das Militärbündnis. Und auch aktuell sehen wir die NATO breit in der Gesellschaft verankert. Große Zustimmung sei es in Ost und West, aber auch über alle Altersgruppen, über Einkommensgruppen und auch über alle Parteianhänger großen Rückhalt. Unabhängig von der NATO wird aber auch in den EU-Staaten darüber diskutiert, wie sollen die EU-Staaten stärker in der Verteidigung zusammenarbeiten? Soll es womöglich auch eine gemeinsame Armee der EU-Staaten geben? Eine Diskussion, die zuletzt noch mal durch die Aussagen von Donald Trump befeuert wurde. Aktuell sagen 59% der Deutschen, sie würden so einer gemeinsamen Armee zustimmen. Das sind 6 Punkte mehr im Vergleich zu Juni 2023. Ablehnend stehen solchen Plänen aktuell 30% der Deutschen gegenüber, -2 Punkte. Bis es eine solche Armee aber geben würde, würden natürlich noch einige Hürden zu überwinden werden. Also das wäre ein langer Weg. Also das Thema Krieg ist allgegenwärtig. Ist es denn auch das Thema, das die Deutschen am meisten umtreibt? Wir haben in diesem Monat offen gefragt, was finden denn die Deutschen, was sind das vordringlichste Problem, was die Politik in Deutschland lösen soll. 2 Dinge konnten die Menschen nennen und das folgende Bild ergibt sich aktuell. Für 26% ist der ganze Themenkomplex Zuwanderung, Flucht, Integration aktuell das wichtigste Thema, was es anzugehen geht. Der Ukraine-Krieg für 21% der Menschen ist wieder stärker ins Bewusstsein gedrungen, +12 Punkte im Vergleich zu September. Außerdem das Thema Wirtschaft, die schwächelt. 19% nennen das als wichtigstes, -9 Punkte war im September noch auf Platz 1. Außerdem das Thema soziale Gerechtigkeit. Auch das treibt die Menschen in Deutschland weiterhin um. Da fallen auch Themen wie Armut und Bürgergeld drunter. Das Thema Umwelt und Klima auch weiterhin ein wichtiges Thema für die Deutschen, ist aber in der Prioritätenliste insgesamt etwas nach unten gerutscht. Und dann fehlt auch noch die Sonntagsfrage. Wie viel Veränderung steckt da diesmal drin? Unverändert ist die Unzufriedenheit, die wir messen mit der Bundesregierung. Eine Mehrheit sagt uns das, dass sie eben unzufrieden mit dem Regierungshandeln der Ampel in Berlin ist. Schauen wir auf die aktuellen Zahlen der Sonntagsfrage. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 15%, -1 Punkt im Vergleich zu Anfang März. Die Union würde mit 30% stärkste Kraft, +1 Punkt. Die Grünen ebenfalls +1, aktuell bei 15%. Die FDP würden bei 4% landen, -1 Punkt, wären damit unterhalb der Mandatsschwelle. Die AfD aktuell bei 18%, -1 Punkt, wäre weiterhin zweitstärkste Kraft.
Die Linke unverändert bei 3%, unterhalb der Mandatsschwelle. Die Freien Wähler bei 3%, waren im Anfang März noch unter 3%. Das ist die Schwelle, ab der wir Parteien einzeln auflisten und damit deswegen auch kein Vergleichswert. Das Bündnis Sarah Wagenknecht aktuell bei 5%, minus einen Punkt. Mit diesen Zahlen hätte die Ampelkoalition, wie schon seit sehr langer Zeit in Deutschland trennt, weiterhin keine Mehrheit. Alle Zahlen zu diesem Deutschlandtrend wie immer unter tagesschau.de. Dankeschön, Claudia Müller nach Köln. Danke nach Hamburg. Hat ein AfD-Politiker Geld bekommen, um in Europa Stimmung für Russland zu machen? Genau das wird Peter Bistron vorgeworfen. Auf Listenplatz 2 bei der Europawahl im Juni hat er zurzeit gute Chancen, für die AfD ins Parlament zu kommen. Bis heute Mittag hatte die AfD ihm ein Ultimatum gesetzt, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Ja, und das tat er und betont, er habe von Russen kein Geld bekommen. Dass Moskau auf die europäische Politik Einfluss nehmen will und vor allem ja auch auf die Wählerinnen und Wähler, ist wohl unbestritten. Und so verbirgt sich hinter dem Internetportal Voice of Europe nicht etwa die Stimme Europas, sondern russische Propaganda. Sarah Frühauf und Oliver Sallet. Das ist der Artikel, der in Deutschland für so viel Wirbel sorgt. Redakteurin Stislava Pokorna der tschechischen Tageszeitung Deník N hat ihn mitverfasst. Nach ihren Recherchen geht es auch um einen Verdacht gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Peter Bistron. Platz 2 der AfD-Europawahlliste und außenpolitischer Sprecher seiner Partei. Hat er sich von einem pro-russischen Netzwerk bestechen lassen? Letzte Woche sagte der Geheimdienstchef in der Kabinettssitzung, dass er Beweise habe, dass Peter Bistron Geld angenommen habe. Einen Barbetrag von Leuten, die an ein pro-russisches Netz angebunden sind. Und dass er Beweise habe in Form von Audioaufnahmen. Das haben wir veröffentlicht. Die Erkenntnisse des tschechischen Geheimdienstes BIS handeln von noch weitaus mehr. Im Mittelpunkt eine europaweite pro-russische Desinformationskampagne anlässlich der nahenden Europawahl. Dazu soll auch die rechte Internetplattform Voice of Europe gehören. Im Interview AfD-Politiker Peter Bistron, aber auch Maximilian Krah, Europaspitzenkandidat der AfD. Hinter dem Portal soll der ukrainische Milliardär und Putin-Freund Viktor Medvedchuk stecken. Die tschechische Regierung hat ihn und die Plattform vergangene Woche auf die Sanktionsliste gesetzt und Voice of Europe aus dem Netz genommen. All dies zeigt nur die langjährigen Bemühungen der Russischen Föderation, demokratische Prozesse in Europa zu beeinflussen oder zu manipulieren. Wie weit reicht der russische Arm nach Deutschland? Viele Fragen sind offen. Hat Peter Bistron sich bezahlen lassen, um Stimmung zu machen gegen Ukraine-Hilfen aus Deutschland? Der AfD-Abgeordnete weist die Vorwürfe gegen ihn zurück. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Nicht zu leugnen allerdings Peter Bistrons Reden im Bundestag immer wieder mit pro-russischen Positionen. Wir alle, die für den Frieden eintreten, müssen uns hier auch noch als Agenten Moskaus beschimpfen lassen. Und von wem? Von wem? Von Leuten, die von den Amerikanern gesteuert, bezahlt und überwacht werden. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon ihre Großväter versucht. Inzwischen prüft die zuständige Generalstaatsanwaltschaft die Vorwürfe. Parteienrechtler weisen jedoch auf die Hürden eines möglichen Verfahrens hin. Liegt hier möglicherweise eine Abgeordnetenbestechung vor? Das wäre tatsächlich strafbar. Dann müsste man aber tatsächlich nachweisen, dass dieses Geld geflossen ist, um sein Verhalten im Bundestag selber zu beeinflussen. Der für die Kontrolle von Geheimdiensten zuständige Grünen-Politiker Konstantin von Notz fordert Aufklärung von der AfD. Aber genau das tut sie natürlich nicht. Sie versucht ja, sich über den Europawahltermin zu retten und sucht Ausflüchte. Wahr ist, sie ist eng verbunden mit Russland und sie versucht, die Agenda Putins hier in unserem Parlament zu verbreiten. Und jetzt haben wir den Verdacht, dass sie auch noch Geld dafür entgegennimmt. Die AfD-Spitze hat angekündigt, den Fall am Montag zu beraten. Aus dem Vorstand heißt es, Peter Bistron solle sich bei Wahlkampfauftritten zunächst zurückhalten.
Dass er von Russland bezahlt wurde, ist kein Geheimnis. Den Job beim russischen Staatskonzern Gazprom nahm Gerhard Schröder keine 3 Wochen nach der verlorenen Bundestagswahl 2005 an. Bekannt ist, die Pläne für die später umstrittenen Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 hatte er schon als Bundeskanzler vorangetrieben. Seine enge Freundschaft zu Russlands Präsident Putin hat er selbst nach dem brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine nie öffentlich aufgekündigt. Am Sonntag wird Gerhard Schröder 80 Jahre alt. Und das durchaus Tragische ist, Schröders politische Verdienste treten inzwischen völlig in den Hintergrund. Für eine neue ARD-Doku konnte der NDR den früheren Kanzler nun mehrere Monate lang begleiten. Ja, der könnte sogar hinhauen. Gerhard Schröder in seiner niedersächsischen Heimat. Außer Dienst. Es könnte so schön sein. Wäre da nicht seine problematische Freundschaft mit Putin? Ist das so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Ja, gut. Weniger mit diesen Auseinandersetzungen. Die haben ja nur was mit diesem Krieg zu tun, der da geführt wird. Den ich öffentlich abgelehnt habe, will aber keiner wissen. Aber gut, darum geht's nicht. Natürlich schafft das eine neue Situation. Eine, die jedenfalls nicht auf dem Golfplatz behandelt werden sollte. Der Film blickt zurück auf Schröders Versuch, kurz nach Kriegsausbruch zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Die Mission scheitert. An Putin hält er weiter fest. Warum, bleibt unbeantwortet. Haben Sie denn auch gefragt, wieso er das überhaupt angefangen hat? Also, hören Sie mal, wir machen doch hier kein Märchen. Es geht doch nicht um eine moralische Frage da. Es geht darum, einen Konflikt zu beenden. Das aber es nutzt doch überhaupt nicht, wenn man da anfängt zu moralisieren. Nicht nur zu Russland pflegt der Ex-Politiker Kontakte, sondern reist auch nach China. Gibt sich staatsmännisch mit entsprechendem Empfang. Sie setzen sich für deutsch-chinesische Beziehungen ein. Sind Sie sozusagen der Lieblingsdeutsche bei den Chinesen? Das weiß ich nicht. Das würde ich nicht für mich in Anspruch nehmen. Aber ich habe einen wunderbaren Ehrentitel, der heißt Alter Freund des chinesischen Volkes. Den gibt es eigentlich offiziell gar nicht, gibt auch kein Abzeichen dafür. Aber so wird man gelegentlich begrüßt und ich bin ganz stolz darauf. Der Altkanzler, im Ausland hofiert, im Inland im Abseits. Mit Ratschlägen für die Regierung hält Schröder sich zurück, versetzt lieber Seitenhiebe. Wie gehen Sie denn inhaltlich mit der Frage um? Ist Xi Jinping als Diktator zu bezeichnen? Ob man als deutsche Außenministerin das Staatsoberhaupt Chinas so bezeichnen sollte, ist eine Frage, die auch mit Professionalität zu tun hat. Und die ist offenkundig im Auswärtigen Amt eher unterentwickelt. Gegenwärtig. War ja nicht immer so. Ja, natürlich. Seine eigene Partei wollte ihn ausschließen, ohne Erfolg. Trotz allem machen ihn 60 Jahre SPD-Mitgliedschaft stolz. Von der aktuellen Führung aber hält er wenig. Ich habe es mal auf der Website der SPD gesehen. Unter wichtigen Personen, da tauchen Sie nicht mehr auf. Also es ist so ein bisschen revisionistisch fast. Aber schauen Sie, das sind doch armselige Gestalten, die so etwas verursachen. Was soll man davon halten? Wenn es dann einen Generalsekretär, der müsste ja verantwortlich dafür sein, gibt, der das für notwendig hält. Ein armer Wicht, mehr doch nicht. Soll ich mich darüber aufregen? Nein. Die SPD ist größer als diese Leute. Ach, das war wieder der übliche Fehler, den ich gelegentlich mache. Ob er auch politisch mal daneben gelegen hat, eine Frage, die Schröder mit seinen fast 80 Jahren offenbar nicht sonderlich beschäftigt. Die Doku mit dem Titel Außer Dienst, die Gerhard Schröder Story, läuft am Montag um 21 Uhr hier im Ersten und ist jetzt schon in der ARD-Mediathek. Ja, und mehr Nachrichten vom Tag hast du jetzt für uns, Susanne. Gegen mindestens 400 Polizeibeamte der Länder laufen zurzeit Disziplinar- oder Ermittlungsverfahren wegen Extremismusverdachts. Das ergab eine Anfrage von Stern und RTL an die 16 Innenministerien. Den Beamten wird vorgeworfen, eine rechtsextremistische Gesinnung zu haben oder Verschwörungsideologien zu unterstützen. Bundesinnenministerin Faeser forderte ein konsequentes Vorgehen. Jeder einzelne Fall von Extremismus in Sicherheitsbehörden erschüttere das Vertrauen in staatliche Institutionen.
Die US-Regierung hat Israel scharf kritisiert und Änderungen an der Kriegsführung im Gazastreifen verlangt. Die Zivilbevölkerung und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen müssten besser geschützt werden, forderten sowohl Präsident Biden als auch Außenminister Blinken. Davon hinge die weitere Unterstützung für Israel im Krieg gegen die Hamas ab. In einem Telefonat mit Premierminister Netanyahu bekräftigte Biden seinem Sprecher zufolge auch Forderungen nach einer Feuerpause. Einen Tag nach dem schweren Erdbeben in Taiwan geht die Suche nach Vermissten und Eingeschlossenen weiter. Rettungskräfte bargen einen toten Wanderer. Damit stieg die Zahl der Toten auf 10. Mehr als 1.000 Menschen wurden verletzt. Helfern gelang es, 70 Bergarbeiter aus 2 Steinbrüchen zu befreien. Dagegen sitzen im Taroko-Nationalpark weiter hunderte Touristen fest, darunter auch eine deutsche Reisegruppe. Viele Autofahrer haben es bereits an der Zapfsäule zu spüren bekommen. Der Benzinpreis steigt seit Wochen. Hauptgrund dafür ist der hohe Ölpreis. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. An den Märkten herrscht Unsicherheit über das künftige Ölangebot. Es wächst die Sorge, dass sich der Konflikt im Nahen Osten ausweitet und auch der Iran aktiv eingreifen könnte. Denn der Iran hat große Ölreserven. Zugleich treibt Venezuela die Annexion der wachstumsstarken und in Guyana liegenden Ölregion Essequibo voran. Beides treibt den Ölpreis an. Knapp $90 kostet ein Fass der Nordseesorte Brent jetzt, was sich auch am Spritpreis bemerkbar macht. Benzin ist aktuell teurer als vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Damals kostete der Liter E10 im Schnitt 1,67. Mit dem Krieg schnellte der Preis über 2 Euro. Aktuell steigt der Spritpreis bereits den 3. Monat in Folge. Im März lag er im Schnitt bei 1,78 und jetzt im April kostet der Liter schon über 1,80. Und es könnte noch teurer werden, auch weil das Angebot an Öl relativ knapp bleibt. Die Schauspielerin und Produzentin Vera Tschechowa ist tot. Sie starb gestern nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren. In ihrer jahrzehntelangen Film- und Fernsehkarriere war Tschechowa von den 1950ern bis zu den 90er Jahren in fast 100 Rollen zu sehen. Hinzu kamen viele Engagements an großen deutschen Theaterbühnen. Für den Spreewald ist die Gurke ja sowas wie der Markenkern. Auen, Moore, ausgedehnte Kanäle, alles traumhaft schön. Als Biosphärenreservat ist all das geschützt und dazu gehört eben auch die Spreewälder-Gurke. Man kann in dieser Landschaft aber auch herrlich entspannen und einfach so herumgurken. Nur leider hinterlassen Menschen auch im schönsten Grün fast immer irgendetwas. Meja Fiedler war mittendrin im südöstlichen Spreewald in Lübbenau und hat miterlebt, wie Menschen freiwillig Müll herausfischen. Und sie nennen sich selbst, kein Scherz, Gurkentruppe. Das können wir halt meistens immer nur so nach den Wintermonaten machen, wo halt noch nicht wirklich die Natur volle Energie gibt. Die Tiere noch nicht brüten, also wir haben auch nur, sag ich mal, von der Natur auch ein gewisses Zeitfenster. Eigentlich wollte er hier während einer Paddeltour vor 3 Jahren nur Fotos machen. Doch statt Blumen entdeckt Paul Rösler im Spreewald Schrott. Seitdem sammelt der Berliner Veranstaltungskaufmann im brandenburgischen Lehde mit Freunden aus der Region zum Frühjahr Müll. Das Schlimmste, was wir immer finden, Asbestplatten sind ganz schlimm, finde ich, und Plaste. Diese Folien, also diese Folien, die jetzt langsam zerfallen. Paul Rösler und seine Spreewälder Gurkentruppe fahren zu einer ehemaligen Deponie am Rande einer der beliebten Touristenrouten. Finde ich super. Warum? Naja, wenn man Müll sammelt, freiwillig, ist es immer eine gute Sache. So Müll hat ja gar nichts zu suchen. Eigentlich ist alles Naturschutzgebiet normalerweise. Es ist deutlich besser geworden, vor allem seitdem es auf die Flaschen Pfand gibt. Wir haben uns kurz angehalten, wir fahren gleich weiter. Es lag einfach nur genug hier. Nimmst du den Fahrradreifen mal? Und Flaschen. Im Gebüsch finden sie oft mehr als 35 Jahre alten Müll. Guck mal, Marmelade zu DDR-Zeiten. Mich ärgert's nicht. Es war ein anderes Bewusstsein. Mich ärgert's, dass heute, sag ich mal, wenig Leute gibt, die sich das annehmen. Das ärgert mich mehr. Anpacken statt meckern, sein Motto. Ich komm hier nicht raus. Du hast die Wurzel so schön genommen. Das Anlegen klappt. An Land der nächste Fund.
Ein bisschen so wie bei Indiana Jones. Was wohl darunter liegt. Vielleicht ist es auch die Neugier, die eintreibt. Also ich würde eine Kloschüssel sagen. Es könnte aber auch ein Waschbecken sein. Freizeit im Dreck. Ehrenamtlich. Das wird jetzt noch sehr witzig. Ich glaube, jetzt kommt sie. Und ohne Handschuhe würde ich persönlich hier auch nichts anfassen. Ich tue das tatsächlich, weil wir eine gewisse Verantwortung haben. Für uns, für die Umwelt, die kann sich zum Beispiel, also Natur kann sich nicht wehren. Sie ist uns ausgeliefert. Hätte man das doch auch anders entsorgen können, oder? Nee, das war ja früher normal. Die Älteren wissen genau, wo so eine illegale Müllhalde ist. Das war früher, zu Ostzeiten gab es ja keine Mülltrennung in dem Sinne. Das wurde aber nicht bestraft. Das ist was, wo man nicht weiß, was drin ist. Und das liegt halt im Wasser, im Biosphärenreservat. Und dort warten noch weitere Überraschungen. Ach, Scheibenkleister. Spaten können wir nur machen, dass wir da drunter hebeln. Die Tür davon war ein AK irgendwas. Und das ist eigentlich für Akklimatisationstechnik oder so hieß das in der DDR, glaube ich. Der Kühlschrank sitzt fest im Schlamm. Auch gemeinsam bekommen sie ihn nicht aus dem Morast. Der sitzt schon zu tief. Aber wir müssen natürlich jetzt auch den Kahn noch sauber machen. Der stinkt jetzt natürlich voll nach Mutter. Da wollen wir vielleicht auch, oder ich, ein paar Gäste wieder rumfahren sein. Ja, dann machen wir Boarding. Das erleichtert einen jedes Mal, finde ich. Also wir haben jetzt gerade mit Tim gestanden und gesagt, Mensch, das, weil jetzt viele große Sachen sind, jetzt sind halt viele kleine noch. Ich finde das sehr befreiend. Jetzt steuern sie den Bauhof in Lübbenau an, mitten durch den idyllischen Spreewald. Statt 19 Touristen haben Paul Rösler und seine Freunde unter anderem alte Aluminiumliegen, Toiletten und Ölfässer an Bord. Man kann halt immer nur hoffen, dass nicht ein altes Fass mal aufgeht und dann wirklich irgendwas Giftiges rauskommt. Am Bauhof darf die Spreewälder Gurkentruppe den Müll kostenlos abladen. Aber warum kümmert sich eigentlich sonst niemand um den Schrott? Wir haben ja viele Gemengelagen. Es sind ja auch Gewässer erster Ordnung, die gehören zum Land, also auch da die Uferbereiche. Wir haben Gewässer zweiter Ordnung, da ist die Stadt zuständig. Aber es kann natürlich auch sein, sie holen Müll von privaten Flächen, wo eigentlich der private Eigentümer zuständig wäre. Allein Paul Rösler hat hier freiwillig dutzende Stunden investiert. Das Ziel wäre es, uns überflüssig zu machen, ja. Aber im kommenden Jahr wollen sie weiteren Müll sammeln, wenn der Schrott wieder zwischen den Sträuchern der Spree hervorkommt. Ja, dann hoffen wir jetzt auf ein alles andere als vergurktes oder sogar schrottiges Wetter. Claudia, wie wird's denn? Ja, das wird es auf keinen Fall. Also vergurkt wird es nicht. Aber Sahara-Staub könnte es schon ein bisschen gurkig machen. Also das würde bedeuten, nicht so viel Sonne und damit auch nicht so hohe Temperaturen. Jetzt morgen zieht erstmal dieses Tief durch. Erst die Warmfront, da kommt schon mal ein Schwall warmer Luft zu uns. Dann die Kaltfront, die bringt zumindest dichte Wolken und etwas Regen. Spannend wird dieses Tiefdruckgebiet hier. Das bringt nämlich dann zum Wochenende möglicherweise sogar neue Rekordtemperaturen. Wenn wir mal gucken, wie es in Europa morgen aussieht, Dublin 16 Grad, aber Sevilla schon 30 Grad. Von dort kommt dann halt auch die Wärme zu uns. Morgen in München schon 23, Athen 26 Grad. Und so 28 bis 30 Grad wären auch bei uns möglich, wenn es denn keinen Staub in der Luft gibt. Denn Staub sorgt dafür, dass sich Wolken bilden, dass die Sonne nicht so doll scheint und dass dementsprechend die Temperaturen auch nicht so weit ansteigen. Man sieht sehr schön in den nächsten Tagen, es geht bergauf mit den Höchstwerten. Wohin genau? Das ist allerdings noch nicht so ganz sicher. Jetzt bleibt es aber erstmal durchwachsen durch das Tiefdruckgebiet, was da aus Westen kommt. Und das bringt in der Nacht nach Osten den abziehenden Schauer. Dann morgen aus Westen ein neues Tief, also diese Warmfront, die wir eben gesehen haben, das etwas Regen bringen wird, legt sich dann morgen über den Norden, kann zum Teil auch für Sturmböen sorgen. Dahinter folgt die Kaltfront, die hängt dann so von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz rüber bis nach Sachsen. Auch da wird es regnen, südlich der Donau und auch im Norden meist sonnig. Im Norden nach Durchzug dieses Tiefs, im Süden kommen die Wolken erst ganz spät an. Also morgen nochmal häufiger nass mit sonnigen Abschnitten, am freundlichsten im äußersten Süden. Temperaturen sinken in der Nacht auf 12 bis 6 Grad in Schleswig-Holstein. Morgen Nachmittag dann unter den dickeren Wolken im Norden. Höchstwerte von meist 15 bis 20 Grad, 12 Grad so Richtung Helgoland. Dann nach Süden hin mit viel Sonne. Morgen schon der erste Sommertag, 25 Grad. Am Samstag sind 29 bis 30 Grad möglich, wenn es keinen Staub gibt. Im Norden etwas dichtere Wolken. Sonntag kommt aus Westen das nächste Tiefdruckgebiet. Da wird es nicht mehr ganz so warm und fängt auch wieder an zu regnen.
Dankeschön, Claudia, für diesen Lichtblick zum Wochenende. So viel von uns, von den Tagesthemen. Wir machen jetzt Platz für Satire und das Team von Extra 3. Ja, und wann immer Sie mögen, auf tagesschau.de sind Sie bestens informiert. Morgen Abend sind wir dann wieder für Sie da, dann schon in der Fußball-Halbzeit gegen 21:20 Uhr. Also bis morgen. Tschüss. Machen Sie es gut. Tschüss.